Ja, willkommen zur aktuellen Sitzung, der letzten Sitzung des interdisziplinären Seminars KI, interdisziplinäre Perspektiven. Ich möchte heute noch mal einen Rückblick geben über die wichtigsten der vergangenen Sitzungen und dann am Anschluss werden wir noch diskutieren über einige Fragen, die ich mir überlegt habe. Ja, das war dieses Titelbild. Sie finden es auf aiperspectives.net. Schauen Sie vorbei. Wir werden immer weiter Inhalte reinstellen, Zusammenfassungen, Wiki-Artikel. Dieses Projekt ist noch nicht fertig. Es gewinnt immer weiter an Inhalt, an Kontur. Ich möchte jetzt chronologisch anfangen in unserem Sinne des Seminars. Hier Alan Turing. Was war da das Wichtigste, was man sich vielleicht merken sollte? Ich mache oben rechts den Link zu der entsprechenden Sitzung rein. Ich persönlich würde sagen, es ist KI als Imitation. Sie kennen alle das Imitation Game und Turings Ersetzungsthese, wie ich sie nenne. Er sagt, the question, can machines think? Das ist ja auch die Frage des Seminars gewesen. Er sagt, they should be replaced by are there imaginable digital computers, which would do well in the imitation game. Also es geht um ein Spiel. Natürlich muss man sich auch fragen, was ist unter einem Spiel zu verstehen? Noch ein Zitat, the original question, can machine think? I believe to be too meaningless to deserve discussion. Nevertheless, I believe that at the end of the century, the use of words and general educated opinion will have altered so much that one will be able to speak of machine thinking without expecting to be contradicted. Also hier geht es auch um Vermutungen, die er anstellt. Ich finde es ganz wichtig, dass im Rahmen einer philosophischen Diskussion von künstlicher Intelligenz immer auch gewisse Vermutungen, Gedankenexperimente, es sind nicht nur Gedankenexperimente, es sind Experimente, die sich auf die Zukunft einer gewissen Entwicklung beziehen, dass man die zulässt, dass man aber dennoch ihm kritisch gegenüberstellt, steht und sowas wie Spekulationen vermeidet, die in meinen Augen eben nicht mehr wirklich philosophisch zu verstehen sind. Hier ist also das Stichwort KI als Imitation. Dann nächster Philosoph, den wir behandelt hatten, war John Searle in seinem Buch Minds, Brains and Science und darin das Kapitel Can Computer Think? Das ist ja auch die Frage, die sich Alan Turing gestellt hatte, der allerdings eben diese Frage umgeändert hatte, was ja auch eine philosophische Aufgabe ist, Fragen richtig zu stellen und Fragen gegebenenfalls auch zu korrigieren, um das Problem gut in den Blick zu bekommen. Ich mache auch hier oben rechts dann den Link wieder rein zu dieser Sitzung mit John Searle. Hier wäre für mich in meinen Augen der Titel KI als Simulation treffend. Und natürlich ganz wichtig ist für das Verständnis von Searles Philosophie die Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik. Also Syntax alone is not sufficient for semantics in digital computers, insofar as they are computers, have by definition a syntax alone. Es gibt also keinen Übergang von der Syntax, den Regeln, wie Wörter verbunden werden zu der Bedeutung dieser Worte. Er spricht hier allerdings jetzt nur von einer Manipulation von bedeutungslosen Symbolen. Also er hat den symbolischen KI-Gebrauch vor Augen. Das andere Paradigma, was wir kennengelernt haben, dieser konnektionistische Ansatz, den erwähnt er hier nicht. Und hier muss man sich jetzt fragen, ob nicht durch den konnektionistischen Ansatz sowas wie Bedeutung vielleicht noch mehr ins Zentrum rücken kann als durch den symbolischen Ansatz. Das müssen wir uns fragen. Und dann sagt er eben auch, Consciousness, Thoughts, Feelings, Emotions and all the rest of it involve more than a syntax. Those features by definition the computer is unable to duplicate, however powerful may be its ability to simulate. Also hier die ganz zentrale Unterscheidung zwischen Duplikation, das wäre eine starke Auffassung von künstlicher Intelligenzleistung und bloßer Simulation. Das ist ein Streit, der nach wie vor andauert. Simuliert künstliche Intelligenz nur Intelligenz oder Emotionen oder andere Dinge, die wir heute auch noch näher besprechen werden, oder duplizieren, also realisieren sie diese Dinge auf eine andere Weise? Das ist eine ganz zentrale Frage. Searle sagt, sie simulieren nur. Der nächste Denker, den ich ganz zentral finde, ist Hubert Dreyfus, der jetzt eben noch diesen anderen Ansatz, den
konnektionistischen Ansatz, den Modeling-Ansatz des Gehirns ins Spiel bringt und diskutiert. Ich hatte ein paar Bücher von ihm damals gezeigt in der Sitzung. Ich mache oben rechts den Link zu der Sitzung rein, als es begann mit Alchemy and Artificial Intelligence aus dem Jahr 1964, 65. Dann dieser sprechende Titel What Computers Can't Do, The Limits of Artificial Intelligence von 1972. Und dann 7 Jahre später, What Computers Still Can't Do, A Critique of Artificial Reason, ein weiteres Buch. Hier finde ich ganz interessant, dass er hier nicht von Artificial Intelligence spricht, sondern von Artificial Reason. Intelligence und Reason sind ja nicht genau dasselbe. Ne? Also da muss man auch mal genau drüber nachdenken. Man könnte das übersetzen mit eine Kritik der künstlichen Vernunft. Sowas, ein Buch ist auch noch nicht geschrieben worden, müsste man mal machen auf Deutsch. Ja? Kritik der künstlichen Vernunft in Analogie zur Kritik der reinen Vernunft oder Kritik der praktischen Vernunft. Ja? Ganz zentral. Hier noch eine Anekdote. 1967 verlor Hubert Dreyfus als erster Mensch gegen das Schachprogramm MacHack 6. Das war natürlich kein Programm, wie wir es heute kennen, sondern es war ein ziemlich einfaches Programm. Natürlich hatte es eine große Bibliothek mit Zügen, die einprogrammiert waren. Und so kann man sich gut erklären, dass auch ein durchaus nicht ungeübter Schachspieler dagegen seine Schwierigkeiten gehabt haben könnte. Ich möchte hier aus diesem Aufsatz von Hubert Dreyfus Making a Mind versus Modeling the Brain ein in meinen Augen zentrales Zitat noch vorlesen. If Heidegger and Wittgenstein are right, human beings are much more holistic than neural nets. Intelligence has to be motivated by purposes in the organism and goals picked up by the organism from an ongoing culture. If the minimum unit of analysis is that of a whole organism geared into a whole cultural world, neural nets as well as symbolically programmed computers still have a very long way to go. Also hier gibt es die zwei Ansätze, eben die neuronalen Netze und die symbolisch programmierten Computer. Und er meint von beiden, dass sie noch einen weiten Weg zurücklegen müssen, diese beiden Ansätze, um wirklich sowas wie einen integrativen, lebensweltlichen Ansatz zu erreichen. Das müssen wir weiter diskutieren. Es hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Ne? Dann hatten wir hier noch einen weiteren Text, der jetzt sehr neu war, von Cameron Buckner. Empiricism without magic, transformational abstraction in deep convolutional neural networks. Der ist in der Zeitschrift Synthese erschienen. Und auch hier möchte ich ein Zitat vorlesen, weil das jetzt in meinen Augen sehr gut zeigt, wie wir die Entwicklung künstlicher neuronaler Netze mit der Geschichte der Philosophie in eine Verbindung setzen können. Er sagt, in artificial intelligence, recent research has demonstrated the remarkable potential of deep convolutional neural networks, DCNNs, which seem to exceed state-of-the-art performance in new domains weekly, especially on the sorts of very difficult perceptual discrimination tasks that skeptics thought would remain beyond the reach of artificial intelligence. However, it has proven difficult to explain why DCNNs perform so well. In philosophy of mind, empiricists have long suggested that complex cognition is based on information derived from sensory experience, often appealing to a faculty of abstraction. Rationalists have frequently complained, however, that empiricists never adequately explained how this faculty of abstraction actually works. In this paper, I tie these two questions together to the mutual benefit of both disciplines. I have argued that the architectural features that distinguish DCNNs from earlier neural networks allow them to implement a form of hierarchical processing that I call transformational abstraction. Hier finde ich sehr reizvoll, was wir schon bei Hubert Dreyfus sahen, der ja auf Wittgenstein und Heidegger eingegangen ist. Hier der Versuch, die neueren technologischen Entwicklungen auf Paradigmen der Philosophiegeschichte anzuwenden, zu übertragen, in diesem Fall auf Empirismus und Rationalismus auf der anderen Seite. Hier geht es jetzt also um Abstraktion, wie wir basierend auf sensorischen Sinneseindrücken, Perzeptionen, wie wir davon weiterkommen zu Begriffen.
Also wie können wir diese Abstraktion leisten? Und das stellt die Philosophie vor große Probleme. Und Wagner sagt, das können die CNNs sehr gut erklären. Dann hatten wir uns in einer nächsten Sitzung mit dem Thema KI und Wirtschaft, Ökonomie befasst und hier uns mit dem Startup Ugil befasst. Wir hatten es genannt AI in Practice. Und wer sich dafür interessiert, für die Diskussion, die Präsentation, oben rechts mache ich den Link rein zu dieser Sitzung. Das ist das Logo. Und hier gab es dann die UN Sustainable Development Goals, auf die hin Util verschiedene Unternehmen hin betrachtet hat. Man kann sagen, diese Goals sind gewisse Muster, auf die hin eben diese Mustererkennung dann trainiert wurde, und zwar auf eine sehr komplexe Weise. Also hier nur ein Beispiel: Ensure Goal 3, Healthy Lives and Promote Wellbeing for All at All Ages. Das ist ein Kriterium, ein Klassifikationsmerkmal, nachdem, auf das man hin verschiedene empirisch gegebene Datenmengen von Unternehmen hin analysieren kann. Und das macht eben Util. Ich bringe hier noch eine Grafik. Das war jetzt am Beispiel von Apple. Und hier sieht man also den negativen und den positiven Impact der SDGs. Social Progress zum Beispiel wird hier sehr positiv gemessen bei Apple. Ich denke, das ist einleuchtend. Warum? Weil eben diese Geräte zur Vernetzung der Menschen wesentlich beitragen. Hier sieht man die ganzen weiteren Kriterien, die man hier anlegen kann. Und hier gibt es bei einigen auch negative, aber bei einigen auch positive Ausschläge der Bewertung. Fand ich ganz interessant. Dann hatten wir uns generell der Frage nach der Ethik künstlicher Intelligenz, nicht mehr nur Ökonomie, sondern diesmal Ethik der künstlichen Intelligenz, zugewendet anhand des Oxford Handbooks of Ethics of AI, was ich sehr empfehlen kann. Und hier hatten wir einen Aufsatz mit dem Titel The Ethics of AI diskutiert. Auch hier möchte ich noch ein zentrales Zitat bringen, was mir sehr wichtig zu sein scheint. The thesis of the present chapter is that the common approaches may not be sufficient, primarily due to the transformational nature of AI within science, engineering and human culture. Heretofore, ethics have understood key ethical concepts such as agency, responsibility, intention, autonomy, virtue, right, moral status, preference, and interest along models drawn almost exclusively from examples of human cognitive ability and reasoned behavior. Ethicists have applied ethics accordingly with these conceptual tools at hand. Artificial intelligence will change all those concepts and more as ethicists have begin to digest the problem of continued human coexistence with alternate and perhaps superior intelligences. So it is to say AI will challenge the very way in which we have tried to reason about ethics for millennia. If this is correct, novel approaches will be needed to address the ethics of AI in the future. Also, es geht darum, dass dieses Phänomen der künstlichen Intelligenz eben auch herkömmliche traditionelle Begrifflichkeiten transformiert und verändert. Und es geht darum, dass wir das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und uns Menschen, die hier jetzt als Koexistenz bezeichnet hat, dass wir die ethisch angemessen reflektieren. Und hier stellt sich eben die Frage, ob wir künstliche Intelligenz angemessen als ein Werkzeug betrachten sollten oder vielleicht noch stärker als etwas, was einen Moment unserer Lebenswelt ausmacht, KI vielleicht sogar auch als Lebensform. Das muss man genauer diskutieren. Und da haben wir dann auch noch einige interessante Texte dazu diskutiert in den folgenden Sitzungen. Aber zunächst ging es einmal nochmal um die Ästhetik der künstlichen Intelligenz. Dieses Bild hat eine künstliche Intelligenz erstellt. Ich mache oben rechts den Link zu der Sitzung hinein. Das ist das Portrait of Edmond de Bellamy. Und es wurde versteigert 2018 für über 400.000 US-Dollar. Es wurde mit diesem Algorithmus erstellt und dieser Algorithmus zerfiel, wie ich damals bereits erklärt hatte, in zwei Komponenten, einem Generator und einem Diskriminator. Das heißt, die KI wurde intern differenziert und auch noch in ein Verhältnis gesetzt.
sodass auf einer Datenbasis von 15.000 Porträts, das ist die empirische Basis, neuartige Kunstwerkporträts geschaffen werden konnten, die irgendwann für die KI selbst nicht mehr unterscheidbar waren von den Originalen. Und dann war eben der Moment gekommen, wo dieses Bild entstehen konnte. Ja, und hier sieht man eben, es weist gewisse Nähen zu zeitgenössischen Künstlern auf. Und dann hatten wir uns noch mit einer akustischen Form von künstlicher Intelligenz und Ästhetik befasst, dem Beethoven X Project. Da wurde die 10. Sinfonie von Beethoven anhand von bestimmten Fragmenten vollendet. Es gab eben 40 Skizzen dazu und auch hier wurde die KI trainiert und zwar gewissermaßen biografisch auf Beethovens eigenen Werdegang und seine Entwicklung. Das finde ich ganz originell. Und dann gab es die Frage, wie eben eine Melodie entwickelt werden konnte und wie diese Melodie harmonisiert werden konnte. Das hat die Technikerinnen und Techniker vor große Herausforderungen gestellt. Ja, so sieht das Cover aus. Dann hatten wir uns in der nächsten Sitzung mit emotionaler künstlicher Intelligenz befasst. Hier ist ein wichtiges Buch von Katrin Misselhorn, Künstliche Intelligenz und Empathie. Und hier lese ich auch ein Zitat vor. Ich mache oben rechts den Link zur Sitzung rein. Der Begriff der emotionalen künstlichen Intelligenz, auf Englisch auch Affective Computing, wurde in den 1990er Jahren im Zuge der Debatte um die emotionale Intelligenz geprägt. Sie lässt sich analog zur künstlichen Intelligenz als diejenige Disziplin definieren, die es mit der Nachbildung oder Simulation von Emotionen zu tun hat. Also damit, ob und wie künstliche Systeme Emotionen erkennen, ausdrücken und vielleicht sogar selbst aufweisen können. Hier haben wir wieder das Problem von Simulation und Duplikation. Ja, also haben sie es selbst, die Roboter, haben sie selbst Emotionen im Sinne von Qualia oder simulieren sie nur Emotionen? Dann noch hier ein wichtiges Zitat. Die Notwendigkeit emotionaler KI erwuchs aus der Einsicht, dass Emotionen eine wichtige Rolle für intelligentes Verhalten spielen. So gibt es neurowissenschaftliche Evidenzen dafür, dass emotionale Störungen aufgrund von Hirnverletzungen zu irrationalem Verhalten führen. Das kann selbst dann vorkommen, wenn die kognitiven Fähigkeiten im engeren Sinn, die sich durch einen klassischen IQ-Test messen lassen, nicht beeinträchtigt wurden. Also hier geht es um das Zusammenspiel von abstrakter Kognition und emotionaler Kognition. Das heißt, hier gibt es eine Nähe, eine Verwandtschaft. Und deswegen kann man auch hier KI trainieren und anwenden. Hier kann man natürlich sagen, dass eben auch Emotionen gewisse Muster darstellen, die simuliert werden können. Das war hier ein Vorschlag zur Klassifikation von Katrin Misselhorn, also Emotionen, Stimmungen, Empfindungen. Und hier sieht man, es gibt körperliche Veränderungen, die als Muster genommen werden können, um eben die Emotionen zu erkennen. Und das ist bei Emotionen in ihren Augen der Fall. Die Frage natürlich immer, können subjektive Erlebnisqualitäten auch erkannt werden? Ist das Subjektive auch ein prinzipielles Muster für künstliche Intelligenz, was in uns sich befindet? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich persönlich habe eine andere Auffassung der Klassifikation. Ich glaube eben, dass man Gefühle von Affekten noch stärker unterscheiden muss. Hier habe ich ein paar Beispiele. Und ich glaube, dass Emotionen ausgezeichnet sind durch einen motivationalen Aspekt, den sie auch mit Affekten teilen, eine gewisse Stärke, Energie haben, im Unterschied zu bloßen Stimmungen oder Gefühlen, dass aber im Gegensatz zu Affekten bei Emotionen noch Reflexion dazukommt, wie zum Beispiel in der Emotion der Achtung. Ja, aber darüber kann man noch weiter diskutieren, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Dann haben wir uns in einer Sitzung dem Thema KI und Transhumanismus zugewendet. Hier ist Ray Kurzweil, die Galionsfigur, ein grandioser Erfinder, Techniker, der hier ein Buch geschrieben hat, The Singularity is Near. Also ging es um Entwicklungen, die sich als exponentiell beschreiben lassen. Hier geht es natürlich nicht mehr nur um eine Conjecture, von der Turing sprach, sondern hier geht es mehr als um nur Vermutungen, die ja philosophisch sehr sinnvoll sind. Hier geht es noch um mehr, hier geht es eigentlich um Spekulationen und die halte ich für problematisch, weil sie einfach zu viel wollen und eben auch gewisse kritische Einwände nicht genügend
in meinen Augen reflektieren. Aber nichtsdestotrotz ist es ein faszinierendes Unternehmen, mal vorauszudenken, wie das Ganze sich entwickeln könnte. Hier sieht man eben, dass das Ganze exponentiell zunimmt und so dass hier irgendwann in einer fernen Zeit ein Zustand erreicht werden könnte, wo die Steigerung der Intelligenzzunahme so groß ist, dass vielleicht was Neues emergiert. Was? Das ist die Frage. Hier ein weiteres Buch, The Age of Spiritual Machines, When Computers Exceed Human Intelligence, also können Computer wirklich geistige Maschinen sein, spiritual, besitzen sie Emotionen, haben sie Qualia, subjektive Zustände, das möchte ich in Zweifel stellen. Ein weiteres Buch, was auch starke Kritik an diesem transhumanistischen Ansatz übt, ist von Juliane Niederrümelin und Nathalie Weidenfeld, das Buch Digitaler Humanismus, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Ein sehr lesenswertes Buch. Hier nochmal ein Zitat. KIs handeln nicht nach eigenen Gründen. Sie haben keine Gefühle, kein moralisches Empfinden, keine Intentionen und sie können diese anderen Personen auch nicht zuschreiben. Ohne diese Fähigkeiten aber ist eine angemessene moralische Praxis nicht möglich. Um eine berechtigte von einer unberechtigten Bitte unterscheiden zu können, ist es erforderlich, die bittende Person richtig einzuschätzen, ihre Motive zu erkennen und ihre Interessenslage zu berücksichtigen. Auch die besonderen Verpflichtungen gegenüber Nahestehenden lassen sich nur auf der Grundlage geteilter Intentionalität, Shared Intentionality und geteilter Emotionen bestimmen. Selbst das Motiv des Wohlwollens setzt ein gewisses Maß an Empathie voraus, die Fähigkeit, sich in die Empfindungslagen anderer hineinzuversetzen. Da ein Computer nicht über Qualia verfügt, gehen ihm die entscheidenden Ingredienzen moralischer Urteilskraft ab. Verfügt nicht über moralische Urteilskraft, sondern könnte diese allenfalls simulieren. Also hier Urteilskraft, spannendes Thema, auch hier wieder keine Duplikation oder Realisierung moralischer Urteilskraft nach Niederrümeln, sondern nur Simulation. Naja, ob künstliche Intelligenz nicht vielleicht nicht doch Urteilskraft hat, muss man noch diskutieren. Am Ende jetzt dieser Zusammenfassung, ich bin da eigentlich recht optimistisch, dass man es durchaus als Urteilskraft bezeichnen kann. Hingegen bin ich selbstkritisch, dass Computer sowas wie Qualia haben. Aber Urteilskraft sehe ich jetzt nicht unbedingt als etwas, was direkt ein Qualis sein müsste. Hier wieder eine Kritik von Niederrümelin an der aktuellen künstlichen Intelligenz, die ich ein bisschen jetzt, ja, ich bin ein bisschen optimistischer, was das anbelangt. Er spricht hier vom Ärgernis der digitalen Übersetzungsprogramme. Ich bin sehr beeindruckt von DeepL und so weiter. Da hat sich einiges getan. Da kann man sehr gut mitarbeiten mittlerweile. Hier noch ein weiterer Punkt von Niederrümelin, der eben vom Unberechenbarkeitstheorem von Kurt Gödel spricht und das überträgt auf den menschlichen Geist und eben damit die These vertritt, dass der menschliche Geist sich nicht algorithmisieren lässt und insofern auch künstliche Intelligenz niemals dem menschlichen Geist gleichkommen kann. Jetzt möchte ich Ihnen eine Zusammenfassung geben, was in meinen Augen so die Essenz dieses ganzen Seminars über das Semester hinweg verteilt war. Und zwar scheint mir das Thema Muster und Lebenswelt ganz wichtig zu sein. Künstliche neuronale Netze, wir haben uns jetzt nicht so sehr auf den symbolischen Ansatz konzentriert, sondern auf den konnektionistischen Ansatz. Also künstliche neuronale Netze, die haben es wesentlich mit Mustererkennung zu tun. Mustererkennung hat sowohl eine formale, algorithmische, wie auch eine materiale, empirische Seite. Das heißt, die Algorithmen müssen immer ansetzen auf einer Datenbasis und diese Datenbasis kann von ganz verschiedener Art sein. Muster insofern lassen sich auf ganz verschiedene Weise verstehen und strukturieren unsere Lebenswelt in ganz verschiedenen Bereichen. Ich möchte mal ein paar Beispiele geben. Die Wirtschaft zum Beispiel. Wir haben es hier mit Wirtschaftsmustern und Wirtschaftskonstellationen zu tun. Wir hatten das bei Util gesehen, dass wir die Unternehmen bewerten können. Auch unter anderem vielleicht auf ethische Muster. Da haben wir Verhaltensmuster. Es gibt auch andere Kriterien für ethische Gutheit, die wir als Muster verstehen können. Das heißt, wir können durchaus mit KI ethische Verhältnisse, Muster bestimmen, jedoch nicht subjektive Motivation. Also die Qualia, die wir in uns finden, was war der Grund für meine Handlung, in uns hineinschauen kann KI, so meine ich, nicht. Sie hat immer nur eine äußerliche Seite, die sie erkennen kann, also zum Beispiel unsere Hautreaktion bei bestimmten Entscheidungen. Aber das ist natürlich nur
behavioristisch. Das ist nicht, was in uns wirklich vorgeht. Also Gründe für unser Verhalten kann KI, so scheint mir, nicht direkt erkennen. Nicht direkt, aber vielleicht vermittelt durch andere Medien wie unsere Haut oder unsere Handlung. Dann die Ästhetik. Auch hier haben wir es mit Mustern zu tun, die erkannt werden können. Zum Beispiel Kompositionsmuster. Wir haben das gesehen bei Beethoven. Wir können KI als Muse benutzen, als Variationsmöglichkeiten. Und wir können auch Emotionen erkennen, eben akustisch zum Beispiel, aber auch visuell anhand unseres Gesichtsausdrucks. Wir können auch die Stimme auf emotionale Gehalte hin erkennen. Auch die Stimme liefert Muster. Dann haben wir es noch mit der Medizin zu tun. Hier gibt es Krankheitsmuster, die entweder visuell, die aber auch akustisch und sogar olfaktorisch erkannt werden können mittels KI. Schließlich haben wir auch noch Sprache, Sprachmuster, die wir ebenso visuell anhand der geschriebenen Schrift als auch akustisch erkennen können, lassen können durch KI. Das heißt, KI ist, so meine ich jedenfalls, mehr als nur ein Instrument, wie zum Beispiel ein Hammer, den ich greifen muss, sondern sie wird immer mehr Teil unserer Lebenswelt und immer weniger sichtbar als ein Instrument. Und zwar wird sie immer mehr Teil der Lebenswelt im Sinne einer Erweiterung unseres Denkens, vielleicht sogar auch unseres Fühlens, unseres Handelns und anderer Dimensionen, unseres künstlerischen Schaffens. So verstanden hat lebensweltliche KI nichts mit Transhumanismus zu tun, obwohl wir sie durchaus als lebensweltlichen Bestandteil generelle KI nennen könnten. Aber daraus folgt nicht, dass KI irgendwie Selbstbewusstsein hat oder sogar irgendwann die Weltherrschaft an sich reißt. Und abschließend möchte ich jetzt wieder drei Diskussionsfragen formulieren, wo wir gleich in die Gruppendiskussion übergehen. Die erste Frage ist, wo finden sich noch Muster in der Lebenswelt, die von KI erkannt werden kann? Ich habe jetzt schon mal ein paar genannt. Die zweite Gruppe befasst sich mit der Frage, wie differenziert kann die Mustererkennung prinzipiell ausfallen? Also was für Musterarten gibt es? Wie stehen die zueinander? Und drittens die Frage, die mit der zweiten auch zusammenhängt, wo liegen die Grenzen der Mustererkennung? Also bis wohin reicht prinzipiell, kann prinzipiell KI reichen im Sinne der künstlichen neuronalen Netze und wo sind die Grenzen? Das sind die Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine schöne vorlesungsfreie Zeit.